Der alte Daimelhof in Ums bei Völs ist eine Hofstelle von besonderem historischen Wert. Hier bräuchte es in Zukunft, sagen wir mal, für meine Familie eben eine Wohnung, nicht? Danach haben wir eben mit Frauen eben gesagt, ein paar oben in den Dachgeschoss oben kommen, falls zwei Ferienwohnungen innen machen und vielleicht einen Frühstücksraum für die Gäste oder einen Aufenthaltsraum oder so. Ein sanft und intelligent gelöster Ausbau für neue Familien- und Gästeräume und geeignete Lösungen im Kellergeschoss. Mit ortstypischen Materialien und im Sinne der Nachhaltigkeit. Das Siegerprojekt Daimelhof besticht durch seinen Respekt dem denkmalgeschützten Gebäude gegenüber. Eine sehr kompakte Treppenführung ermöglicht die Verbindung des Kellergeschosses bis ins Dachgeschoss, ohne die private Wohnung im Erdgeschoss zu beeinträchtigen. Die Nutzung des Kellergeschosses scheint noch sehr flexibel möglich. Im Dachgeschoss befinden sich zwei Wohnungen, die auch zu einer einzigen zusammengeführt werden können. Und im Erdgeschoss gefällt besonders die Verbindungsmöglichkeit vom Garten im Süden über die Küche, über den Vorraum bis hinaus auf den Parkplatz im Norden. Die bestehende Grundstruktur des Grundrisses wird beibehalten. Fußböden und Installationen werden erneuert, Türen und Fenster instand gesetzt und wiederverwendet. In der alten Stube erfolgt eine Dämmung hinter der Täfelung. Die Jury war sich einig und der Bauherr kann mit ersten Überlegungen zum Umbau beginnen. Gratulation an die beiden Architektinnen Magdalena Donner und Katrin Lahner.